Pünktlich zum Start des Krötzinger Städtlesfest kehrte der Sommer zurück und bescherte den Organisatoren und Gästen warme Temperaturen. Die Besucher erlebten ein vielseitiges Festwochenende mit einem spannenden Programm. Mit dem Glockengeläut der evangelischen Stadtkirche in Krötzingen wurden die Besucher aus nah und fern in die Gassen gerufen. Der Spielmannszug hatte sich bereits auf der Bühne im Stadtkern versammelt und begrüßte die vielen Gäste musikalisch. Schirmherr und Bürgermeister Lorenz Kruß freute sich, nebst Delegationen aus Ungarn und Frankreich auch Ehrengäste aus der Politikbühne zu begrüßen. Nils Schmid, Bundestagskandidat im Wahlkreis Nürtingen, und Bundestagsmitglied Matthias Gastel gaben sich in Krötzingen die Ehre. Lorenz Kruß zeigte seine Fremdsprachenkenntnisse und begrüßte die Gäste aus Ungarn und Frankreich in der jeweiligen Landessprache und lieferte die Übersetzung während seiner Ansprache frei Haus. Beim traditionellen Fassanstich nützte ihm jedoch die sprachliche Perfektion wenig. Denn das Bierfass zeigte sich widerspenstig. Bei jedem Schlag mit dem Hammer floss zwar Bier, nur leider zuerst nicht aus dem Zapfhahn, sondern aus dem Druckausgleichsventil. Nach mehreren Schlägen war es dann geschafft und die ersten Humpen konnten mit Gerstensaft befüllt werden. Der weithin hörbare Böllerschuss eröffnete schließlich das Städtlesfest und die Besucher konnten wahlweise über den Krämermarkt spazieren oder in der Dorfmitte bleiben und die musikalischen Darbietungen des Musikvereins Neuhausen hören. Viele flanierten durch die Gassen und stöberten bei den vielseitigen Ständen nach Brauchbarem und Nützlichem. Die Kinder zog es in die Spielecke und zum Schminktisch. Farbig maskiert ging es dann auf die weitere Entdeckungsreise am Städtlesfest.